Kästen. Endlich komme ich zu den Kästen, den Kastanien, wo nicht bloß unsere Geschwister die Sei essen können, sondern mir auch. Ein Hausschwein, wenn's das noch geben tät, tät's genauso gut schmecken wie seiner wilde Schwester. Bloß find die Wildsau die Käste leichter, jedenfalls in der Kurpfalz, im Kästeland. Das Hausschwein ist ja bekanntlich vom Industrieschwein abgelöst worden, quasi zum Industrieschwein veredelt. Ob das noch Käste kennt? Ich glaub's nicht. Die Industrieschweine liegen wahrscheinlich auf ihre Liegespiele am Tropf und wären die paar Wochen, wo sie angeblich leben, künstlich ernährt. Denen tät's bei natürlicher Kost, wie Käste oder Kastanie, schlecht wäre. Außerhalb von der Kurpfalz häse die Käste Maronen, Esskastanien, Käste, Kästi. Kästebäme sind lababwerfende Bäume, wo bis zu 25, manchmal sogar 35 Meter hoch wäre. Es gibt mit einer Mordskerl mit einem riesen Umfang von Stamm. Die Bäume haben eine weit ausgebreitete Krone. Ältere Bäume sind oft hohl. Sie können bis zu 600, ab und zu sogar 1000 Jahre alt wären. In Mitteleuropa wären sie normalerweise kaum älter wie 200 Jahre. Ich glaub's macht sie fertig, dass sie jeden Oktober, November zuruhen müssen, wie die Sei und andere Leute ihr Käste aufheben und mitnehmen, statt sie als nächste Käste-Generation keimen und wachsen zu lassen. Haben die Sei und die andere Leute sich schon mal Gedanken gemacht, auf wie viele Generationen von Kindern und Enkeln ein Kästebaum an der Weinstraße in seinem kurzen Leben von 200 Jahren verzichten muss? Wildsei mögen wie andere Leute auch Käste als Delikatesse. Kein Wunder, wenn weisch, dass sie die beste Trüffelsucher sind, gegen alle landläufigen Vorurteile. Wildsei rieche gut. Oder soll ich sagen, sie habe ein feines Näsel. Du kannst froh sein, dass die Sei als Paarhufer oder Paarzeher sau schwer habe, ein Schuppenglas zu heben. Schon schwer ist nicht bloß unser Nahrungskonkurrente im Wald, sondern auch auf der Weihfeste. Manchmal sieht man auf dem Waschmarkt in Dagen den Deisener Kerbe und den Mannemer Stadtfest leid, wo ihr enge Verwandtschaft zu der Sau, zum Kamel, zum Hirsch und zum Flusspferd kaum verleugnen können. Übrigens habe sie gewiss, dass die Paarhufer nicht bloß mit uns, sondern auch besonders nur mit dem Wal verwandt sind. Von dem heißt's, er ist den ganzen Tag im Tran. Unser Seelenzwilling in der Evolution. Was Wildsei und mir andere Leute noch gemeinsam haben, mir mähne, mir stehe am Ende der Nahrungskette. So kann man sich irre. Sieh, das Thema Käste gefällt mir so gut. Ich schreib's nächste Mal noch einmal drüber, von wegen Rezepte und so, gell?